Logbuch von Captain Kirk Beard an Bord des Aufklärungsschiffs Interforge, Eintrag Nummer 7. Ja, wir empfangen immer mehr Distress-Signals, Notrufsignale von unserem Außenteam. Besonders tut sich eins zurzeit ziemlich stark hervor in einem unterirdischen Höhlensystem, das unsere Scanner leider nicht sehr tief scannen können. Wir nehmen mal an, dass einer unserer Starhunters dort in ziemliche Schwierigkeiten geraten ist. Der Kontakt zu unserem anderen Starhunter ist derzeit leider nicht möglich. Jedenfalls erhalten wir keine Rückmeldung. Wir beschäftigen uns weiter damit, das Schiff wieder instand zu setzen, damit wir bei der Rückkehr des Starhunters die Mission fortsetzen können. Jo. Und damit sind wir auch wieder hier bei We Are the Dwarfs. Und wir gucken mal, was wir hier in der Mission so alles anstellen müssen. Find a landing capsule crash site. Also ja, wir müssen ja unsere Landungskapsel finden, um unsere restliche Forcer-Ausrüstung zu bekommen. Da müssen wir uns auch durch die Jungs da durchkämpfen. Okay. Das war schon mal ein guter Anfang. Hoffentlich machen wir das gleich besser. So, Pause. Spreadshot. Und tschüss. Okay, das hat geklappt. Dass wir das Ganze nicht nochmal machen müssen, safen wir mal das Game. Wir müssen jetzt hier runter. Sag bloß, ich muss mich da schon wieder runterballern. Ja. Muss ich wohl. Force Field. Ja, das werden wir wahrscheinlich auch nachher gleich benutzen müssen. So, Characters. Ich will erstmal mit dem Star Crust, den ich gerade aufgesammelt habe, die Rüstung auf den verbessern, auf den Defibrillator. Ja, ich möchte die Änderung speichern und weitergehen. I need to find an impulse block in that racket. Das Problem ist, da sind ziemlich viele Gegner. Ich könnte die beiden jetzt eigentlich runterschubsen, da würde ich aber den da wahrscheinlich auf mich aggro machen. Also ja, wagen wir es mal. So. Einer ist weg. So. Okay. Dich kann ich runterschubsen. Zwei weg. Jetzt fehlt nur noch du und dann ist das gut. So. Das ging ja einigermaßen. Ich hätte, würde gern hier hingehen. So, 20 Energie. Und ein Zwergen-Upgrade. Oh, und da ist noch ein Level-Up-Gegenstand. Gucken wir mal kurz, was wir da über Zwerge Neues gekriegt haben. Equipment for Zero Gravity Field.
Raumanzüge der Ingenieure sind ausgerüstet mit einem Impulsblocker und einem Impulsreduktionssystem, um in der Nähe von Anomalien zu arbeiten. Die Energieaufladungen eines Impulsblockers bringen fast keinen Schaden und werden nicht im Kampf helfen. Am besten sind sie dafür geeignet, gefährliche Objekte und Gegner wegzudrücken. Das Impulsreduktionssystem ist sehr nützlich für die genaue Flugkontrolle. Aber es ist wichtig zu wissen, daran zu denken, dass es Zeit zum Aufladen braucht. Gut. Ich weiß zwar nicht, ob die Energie reichen wird, die ich jetzt gerade habe zum Reparieren, aber ich versuche trotzdem zu reparieren. Nein, reicht genau nicht. 4 Energieorb fehlen, aber ich habe 2 Punkte für bessere Sachen. Force Field. Ja, wenn ich Jungs wieder zu Bewusstsein bringe, kriegen sie extra Health. Das ist gut, damit die Shotgun schneller schießt. Besseres Schutz im Force Field. Schutz vor Gift und Säure. Geschwindigkeit von Alliierten im Force Field. Bombardement. Ne, ich nehme mal Feuer hier. Na komm. So, Dankeschön. Ja. Und eigentlich bräuchte ich. Ah, Jungs. Eigentlich bräuchte ich ja noch ein Dings, ein Heilstein. Der wird mir allerdings hier verwehrt bleiben, ha? So. Wow, die sind Nahkämpfer. Das heißt, ich ziehe mich jetzt mal effektiv zurück. Und bin tot. Load last save, okay. Gut, so viel dazu. Oh, er hat mich gesehen. Das ist nicht schön. Das ist absolut nicht schön. Ich lade den Safe nochmal. Das ist doch der neueste. Ja, das ist der neueste. Seht irgendwer in die Richtung? Ja, du siehst gerade in die Richtung. Dann lock dich mal, dass ich hier schnell hochlatschen kann. Wobei ich gerne an den Splitter rankommen möchte. Da wäre eine Rune. Ich bräuchte aber einen Heilstein mal.
Ah, da ist ein Heilstein, gut. Den kann ich benutzen, dann kann ich mich heilen, kann zurückkehren und die Jungs ausschalten. Ordentlich heilen, bitte. Dann könnte ich nämlich seine Rüstung mal auf Max upgraden. Wobei ich sollte den einen Stein aufheben, weil mein Smash Fist ist ja zurzeit nur auf ein Rüstungsding runter. Hat er mich gesehen? Nein, hat er nicht, Gott sei Dank. Ich könnte sie von hier aus die beiden versuchen runterzuballern, mich dann zurückziehen und versuchen mit der Shotgun die anderen runterzuschießen. Okay. Wenn ich mich hier so aufstelle und schieße. So. Okay. So, jetzt ist nur noch einer übrig und den schaffen wir auch noch. So, genau. Hat zwar meine aktuelle Platte wieder ziemlich angeditscht und mich ziemlich viel Leben gekostet, aber wir haben einen neuen neuen Plattenstein. Und das ist die Hauptsache. So, hier wäre eine Rune. Die brauchen wir nicht. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal den Heilstein. So. Und hier haben wir halt wieder das Problem, dass wir da zwei Gegner haben, die wir mit etwas Glück nicht aggroen und hier drei Gegner haben, die wir wahrscheinlich aggroen werden. Kann ich dich schießen? Oh, das hat Krach gemacht. Genau, halt einfach drauf. Und wir sind tot. Okay. Ich muss mir den Bereich mal etwas genauer ansehen. Du siehst mich da nicht. Problem ist, mich hören einfach alle. Ich könnte mich hier hinstellen und sie dann hier runternatzen. Wenn ich den da erwischt habe. Ah, hier bin ich im Schussfeld. So, einer ist weg. Und die anderen kann ich nicht wegstoßen. Das ist mies. Ich habe es aber auf jeden Fall schon mal geschafft, den einen runterzustoßen. Entweder muss ich mich nach dem Schuss direkt zurückziehen ins Dunkle. Also wenn ich von hier aus schieße, kann ich den da wegstoßen. Nein, kann ich nicht, weil ich wieder mal nicht genug dran war. Das ist ein bisschen tricky noch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Mit dem Forcer. Es ist cool, mit dem Forcer zu spielen. Nichts dagegen.
Das Problem ist eher das daneben schießen zum einen. Das andere Problem ist, dass ich mich jetzt gerade ins Nirvana katapultiert habe. Ich muss eine ordentliche Stelle finden, wo ich die runterstoßen kann. Ansonsten hat das eigentlich gar keinen Sinn. Also ja, den einen kriege ich ausgeschalten. Das ist kein Problem. Das Problem ist eher, wie mein Stoß funktioniert. So. Jawohl. So. Und weiter geht's. Das war jetzt richtig gut. Das hat mir jetzt richtig gut getan, dieses Erfolgserlebnis. Da ist noch ein Dwarfenstone hier. Okay. Ja, Entschuldigung, aber einen Dwarfenstone, den lasse ich nicht liegen. Wo auch immer ich den übersehen habe. Da ist nur Deckung. Ich hoffe, ich habe ihn nicht da oben übersehen, wo ich vor der Königin flüchten musste. Das wäre jetzt nämlich dann richtig blöd. Weil... Oder ist der hier hinten versteckt? Nein, hier hinter versteckt ist nichts. Das ist jetzt die gute Frage. Weil hier hoch komme ich nicht mehr, aber hier sieht es doch nicht so aus, als ob hier noch ein Dwarfenstone wäre. Und doch würde mich das schon ziemlich nerven, dass ich den da übersehen hätte. Hier ist nämlich auch nichts. Dwarvenstone-mäßiges. Und hier im Dunkeln dürfte ich doch eigentlich auch nichts übersehen haben. Ha. Nö. Da ist der Heilstein, das ist klar. Ernsthaft, wo ist dieser Dwarfenstone? Also gut, wenn mir wenn irgendeiner mal einen Kommentar schreiben sollte, ich krieg ja so selten welche. Weil hier durchseppen bringt auch nichts. Der kann mir ja schreiben, wo ich den übersehen habe, falls ihr ihn hier gerade in der Aufnahmesession sehen solltet.
Autsch. Okay, das war nicht im Sinne des Erfinders. Das heißt, ich lade nochmal. Denn das war jetzt immenser Schaden an der Rüstung. Und dann werde ich wohl weitergehen. Denn ich wüsste nicht, wo der Zwergstein sein sollte. Ich gucke noch einmal durch. Da gehe ich nicht nochmal hin. Hier ist nur die Rune zum Abspeichern. Das Gemeine ist, solche Sachen werden auch nicht ordentlich hervor... Ich glaube, ich habe ihn. Oder ich habe mich verguckt und es war nur so ein gelbes Funkel. Doch, da ist er. Bingo. Und wow. Jackpot. So, einmal reparieren. Ich könnte das Life Support System anschalten. Damit heilt sich der Zwerg halt außerhalb des Kampfes. Aber nein. Ah. Puh. Zum Glück speichert er nie jedes Mal, nachdem ich eine Rune benutzt habe. Und das wäre übrigens auch noch eine Alternative gewesen, einfach die Viecher in den Wurm reinzulocken. I should be careful. An anomaly zone is ahead. Ja, das hatten wir bereits mit der Anomaly Zone. Over the Abyss. Tod darf durch, dass man zwischen langsam umherschwebenden Felsen zerquetscht wird, ist das Schlimmste überhaupt. Noch schlimmer ist es, von innen nach außen zerfetzt zu werden von einer Anomalie. Noch schlimmer ist es, wenn man selbst von innen nach außen durch eine Anomalie verdreht wird. Ich habe das gesehen. Stell dir einfach vor, mit deinem eigenen Raumanzug zu verschmelzen. Von den Geschichten alter Männer, die Anomalien auf ihrer Expedition gesehen haben. Yay. Cool. Anomaliezonen. Gefährliche Zonen von mit null Gravitation und Gravitational Distortion. Also wenn man nicht weiß, wo oben und unten ist und alles wild umherschwirrt. Forsters Raumanzug ist ausgerüstet mit einer Pulswaffe und einem Gravitationsstabilisierer, um in solchen Situationen sich zu bewegen. Gut. Ja, es ist aber mal wieder soweit. Logbuch Captain Kirk Beard, Eintrag Nummer 7, Abschluss.
Wir haben mittlerweile wieder Kontakt zu dem Forster des Außenteams herstellen können. Er konnte einen Teil seines Equipments aus den Wrackteilen, die vom Schiff abgebrochen sind, bergen und sich weiter auf den Weg machen. Laut seinen Scans befindet sich vor ihm eine Anomaliezone. Wir haben ihm deswegen zu äußerster Vorsicht geraten. Wir werden weiter das Schiff reparieren. Kirk Beard, Ende.